Ja, das ist Marc Herapetian für Spirit, ein Lächeln im Sturm und den YouTube-Channel The Spirit Meets. Und das ist Mathieu Barfuß. Ja, wir hatten ja schon mal die Ehre und genau. Das Vergnügen zu dem Gepardenfilm. Ja. Und jetzt ist wieder eine große Premiere an gleicher Stelle. Ist ja fast ein Heimspiel jetzt für dich, der Zoopalast. In gewisser Weise schon. Also für mich war klar, noch einen weiteren Kinofilm, Zoopalast muss es sein, ja. Und nun Pambara. Ich will es mir, ich habe es noch nicht vorher gesehen. Ich habe zwar einen Link bekommen, aber ich wollte es wirklich auf der großen Leinwand sehen. Was erwartet uns heute? Ein völlig anderer Film wie Malaika. Es ist ein großes Projekt eigentlich draus geworden. Pambara heißt ja hart arbeiten. Hart arbeiten für unseren Planeten. Es ist eigentlich ein Appell und eine Reflexion, wie wir mit dem Planeten umgehen. Und das Erdmännchen ist ein Erzähler mit seiner durchaus ein bisschen nervigen und schrillen Stimme. Und die Geschichte dahinter ist, die Geschichte beginnt weit in unserer Vergangenheit mit der Schöpfungsgeschichte, wie sie die Buschleute erzählen. Und der ganze Film ist eine Reflexion, wie wir Menschen mit dem Planeten umgehen, wie wir miteinander umgehen. Und er endet weit in der Zukunft, nicht so schön für den Menschen, aber so weit in der Zukunft, dass wir noch die Chance haben, es anders zu machen. Also ist es noch nicht 11:55 oder doch für den Artenschutz? Also ich bin ja immer ein Optimist. Es sieht nicht gut aus, ja, und wir haben mit Sicherheit vieles verschlafen schon, aber ich bin der Meinung, wir haben noch gute Chancen, ja. Ich habe ja diese Tagline, habe ich schon doch mitbekommen, irgendwie braucht die Erde einen Boss, ne? Wer ist der Boss? Ist das ein Gott oder wer ist der Boss? Also, soll man das vorwegnehmen? Es gibt keinen Boss. Ja, wir wollen nicht den ganzen Inhalt erzählen. Ja. Halt ein Ökosystem und das Ökosystem, ich glaube, das lernt man ja im Biounterricht schon, wenn man 10 oder 11 Jahre alt ist, glaube ich sehr früh, dass alles ausgeglichen ist und darum geht's, ja. Du hast eben das Stichwort nochmal gegeben, wo wir uns kennengelernt hatten. Malaika, wunderbarer Film. Lebt sie noch? Wie geht es ihr? Leider schon lange nicht mehr. Sie ist 2018 verstorben, allerdings in einem sehr stolzen Alter von 16 Jahren. In der Natur werden die Geparden im Schnitt nur 11 Jahre und sie hat also wirklich ein langes Leben gehabt. Hat nochmal 2 Jungs großgezogen, die auch tatsächlich so erfolgreich, die leben auch jetzt aktuell noch. Und dann ist sie gegangen. Hattest du sie nochmal gesehen eigentlich? Ja, ich habe sie ja wirklich bis kurz vor dem Tod weiter dokumentiert. Und dann war schon klar, ihr Reißzahn war ziemlich abgenutzt und ich hatte eigentlich Angst, dass sie mal jagt und sich dabei heftig verletzt. Und mein Wunsch war, wenn sie geht, dass es dann so passiert, dass es keiner sieht und genau so ist es passiert. Also mein sibirischer Wolf und Husky Felix, von dem ich dir ja auch erzählt und Fotos gezeigt habe, der wird jetzt 13 und er ist unverändert. Die Tierärztin, die neue, hat gedacht, er wäre 2. Also wir rennen jeden Tag 4 Stunden. Er ist auch so ein kleiner Gepard, ne? Also insofern, da habe ich ganz viel Glück, aber das tut mir leid mit Malaika. Ja. Und ich weiß, jetzt bist du erstmal mit Pambara hier in der Präsentation super beschäftigt, aber ist in deinem Köpfchen schon eine Idee noch für den nächsten großen Film? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe tatsächlich einen weiteren Kinofilm abgedreht. Wow. Sehr spannendes Thema, das wird ein ziemlich durchgeknallter Film über eine Gepardengang mit 5 Männern und die werde ich sehr ungewöhnlich erzählen, die Geschichte. Bin sehr gespannt, ich hoffe, du lädst mich auch wieder ein, ne? Und nachher feiern wir zusammen auf der After-Show-Party. Genau. Das war Mathieu Barfuß für Spirit, ein Lächeln im Sturm and The Spirit Meets. Ich danke dir ganz herzlich. Danke. Ja, there is a smile in the storm and legendary visions. Genau. Hallo, mein Name ist Mathieu Barfuß und ich sende Grüße an, aus an Spirits in the Storm and Legendary Visions.